So, meine lieben Leute, da sind wir auch mal wieder bei einer weiteren illustren Runde. Let's Play, Dein Spalzen, Zwalzen, Jalsen, wah. Jawohl. Erstmal kurz den Schnodder vom Mund machen. Also, ich habe gerade getrunken. Was, ey, von den Lippen lösen. Und es kann wahrscheinlich sein, dass es heute hier vielleicht eventuell der letzte Part wird. Ich bin mir nicht sicher, ansonsten wären es vielleicht noch zwei oder drei. Ich guck mal schnell auf die Uhr. Wir haben es jetzt 37. Dann mache ich so 52 draus. Kapitel 15, jawohl. Das letzte Kapitel, ah! Misty, stirb! Was war das denn? Ach, da ist noch ein Vieh. Der stirbt einfach. Okay, hier ist irgendwas kaputt. Wo muss ich denn lang? Da muss ich lang, aber ich gehe erstmal da lang schauen. Ich sehe noch was. Guck mal, genau, hier sind noch Sachen in der Ecke. Munition, Medipacks, das kann man alles super gebrauchen. Der hat nichts verloren, wollte ich gerade sagen. Ach, nicht wundern, immer noch Allergie. Ich bin ja leicht Allergiker. Leicht ist gut. Boah, das unkaputtbare Vieh schon wieder. Was ist denn jetzt los hier? Ich gehe jetzt einfach da lang. Ey, Mann, diese scheiß Rotze. Oh, jetzt sprinte doch mal, Mann. Dieser Schnodderrotz ist irgendwie total belastend. Wenn man viel zu langsam ist. Ach, ich renne jetzt einfach durch. Wisst ihr was, ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ich renne jetzt hier einfach durch. Hier öffne dich. Sesam, open you. Ah, erschreck mich doch nicht so. Zum Schluss kommt doch mal alles zusammen, oder was? Also eine Familie, genau. Kommen wir alle nochmal zusammen am Tisch. Verschnabulieren irgendwas Feines. Kuchen oder so. Auch mal hier noch Munition. Aber ich habe schon wieder dieses Regenerationsvieh. Ich glaube, mir platzt die Puppe, ey. Ah, ist ja gut. Oh, fick dich! Fick dich! Renn, Digga, renn, Digga. Hab keinen Bock jetzt auf die Kacke, Mann. Ist doch jetzt in Ordnung, ey. Jetzt bin ich wieder langsam wegen dem scheiß Kotzerich. Arschloch. Oh, jetzt kommt das Mistvieh schon wieder. Oh, ich glaub, mein Poloch reißt auf, ey. Hier, nehmt euch den Scheiß. Ich gehe hier ran. Hol mir die Muni. Ah, lauf mich vor so Money! Wo lang? Da lang. Och, ey, Kotzorowitsch, jetzt lass mich doch mal in Ruhe. Mann, langsam nimmt es hier aber echt eine bestimmte Fahrt an. Ja, ist doch jetzt gut, ey, ich stirb einfach. Du Kackvieh. Oh, Alter. Ich hab keinen Bock mehr drauf. Das macht mir jetzt aber langsam echt die Puppe wund. Gut, da ist was. Textlog gefunden. Jetzt hätte ich hier Zeit, den zu lesen. Teilt man an denen, die neu finden, Leute, unter meinen Angestellten, die mich für das, was ich auf der Zimmer setzen muss, aber solche Sachen wackerei, bla. Verstehe nicht, das ist für die Gemeinschaft, ich kann es nicht lesen. Es ist mir zu viel. Oh Gott. Ich habe jetzt keinen Bock drauf. Ganz ehrlich, oh, ich kann speichern. Juhu. Dann speichern wir mal einfach hier Kapitel 13 weg. So. Hätte ich ja doch noch lesen können. Mach ich auch mal schnell. Wo haben wir es denn? Wie komme ich denn weiter? Bild auf, Bild ab. 1, 2, 3. Type ist jetzt zur Hoffnung. Genau, diejenigen, die diese Nachricht finden, es gibt Leute sogar unter meinen Angestellten, die mich für das, was ich auf diese Station brachte, als Monster bezeichnen. Sie sagten, der Macker sei manipulativ, dass er meine Entscheidungen beeinflusst habe. Sie verstehen nicht, dass ich es für die Gemeinschaft, für unsere Spezies getan habe. Durch das Wackeln kann ich es kaum lesen. Titan Station war eine tote Hülle, bevor ich mit, was? Forschungsgeldern die Regierung, der Regierung wieder Leben eingehaucht habe. Diese Forschung über unvorstellbare Energiequellen, über Forschungstechnik und Effizienzen, die über unseren Horizont hinausgehen, sind die einzige Hoffnung der Menschheit. Wir haben uns zu lange auf destruktive Planetenausschlachtung verlassen und jetzt können wir nicht mehr für uns selbst sorgen. Wir brauchen die Marker zum Überleben. Wenn wir es nicht schaffen, sie zu verstehen, gibt es keine Hoffnung mehr für die Menschheit. Hans Titan, zuständiger Leiter, Earth Government. Aha. Das ist ja wunderbar, Tiedemann. Boah, ist doch gut jetzt. Oh, ey. Da lang. Da. Wo? Da. Ja, ist ja gut jetzt. Geh ich einfach hier lang. Hä? Ist doch verschlossen. Wie soll ich denn da reinkommen? Oh, Alter. Geh zu. Haha, du hängst da irgendwie... Glitscht der mit rein? Das ist ja voll kacke. Oh, fickel die Fuck. Ah, hier geht's irgendwie. Hier sieht's schön aus. Ach, das ist der Marker.
Mensch, der Morcher! Du! Was denn jetzt? Aua! Voll die Luftröhre! Wie soll ich denn da überleben, du Penner? Da fuck? Hä? Ich hab doch eh gedrückt! Ganz oft sogar! Willst du mich rollen oder was? Verstehe ich jetzt nicht. Genau, wir gehen jetzt weiter. Drück raus, zieh raus, zieh raus, zieh raus, zieh raus. Drücke. Schnell, ich kann nicht so schnell nachladen. Laden. Aber du bringst ihn um, Isaac. Voll durch die Gurgel. Ha! So ein Penner. Piu! Muss ich auch noch selber zielen. Ist ja grausam. So. Nicole. Nicholi. Keine Ahnung. Was machen wir jetzt? Jetzt trinken wir noch danke, eins. Oh. Jetzt ist es an der Zeit zu sterben. Was? Scheuert oder was? Du Kacke. Was geht? Ach, jetzt kommt. Oh Gott, wie im dritten Teil. Eine Psychose. Oh nein. Voll auf Alma oder was? Nicole, stirb! Du altes Rindviech! Das geht ab, ey! Aber draufballern, wird schon helfen! Hier kommen die Kinder, die mag ich ja nicht, die kamen schon im dritten Teil vor! Ja, wundervoll! Oh Gott, wie ich das liebe, ey! Ja, genau. Dann haben wir voll auf Nicole ballern. Und Schild auf den Marker, Schild auf den Marker. Immer drauf da. Jawohl. War's das schon? So, das sieht gut aus. Oder auch nicht? Ich weiß nicht. Oh Gott, es ist so hell. Ich sehe nichts, ich erblinde. Oh, das sieht gut aus. Ich glaube, ich habe irgendwie... Ich hab's geschafft. Das war ja jetzt nicht so das, wo ich sage, wow, das war jetzt ein Ende. Also, ein Kampf war das nicht. Was passiert denn jetzt? Ah. Ja, Nicole ist tot. Och, Isaac, heul doch nicht. Die wollte doch eh dein Leben knabbern. Das war's wohl. Warum bist du so depri? Isaac. Die wollte doch eh nach dem Leben trachten. Das ist ja nur deine Erinnerung, die du gerade vernichtet hast. Mein Gott, das ist doch nicht so schlimm. War das ihr toller Plan? Mich absetzen und dann sterben? Ellie, du bist geil. Ich liebe dich. Ich hätte auch noch eine. Ich komm durchs Dach und hol sie. Schwingen sie ihren Arsch. Ellie, es ist zu spät. Weg von der Station. Nur schade, dass sie diesmal nichts zu sagen haben. Oh ja. Ellie ist so cool. Im dritten Teil war sie so total lame. Als er aber auch, die war nur am Rumemon. Gut, ich muss wohl nichts mehr machen, oder? Muss ich auch was machen? Ich weiß nicht, ich kann nicht, mich, auf jeden Fall kann ich nicht steuern.
Doch, ich kann steuern. Ich kann steuern. Muss man mir doch auch sagen. Ich dachte, das wäre zu Ende. Ich mach nur mit der Maus so ein bisschen Fiedel-Kadidel, weißt du, und da passiert nichts. Und dachte mir so, oh komm. Aber dann drücke ich mal aus Versehen auf WASD und dann merke ich, scheiße, ich kann doch steuern. Oh, das ist ja voll lame. Wie soll man denn da ausweichen können? Kann doch Turbo geben. Gibt Stoff, Digga. Wie soll man denn, zum Beispiel mit dem da, dem Felsen. Ich sehe nichts. Okay, links, runter, rechts, ich weiß nicht. Ich kann nicht kaum was erkennen. Auf geht's, Ellie, hol mich ab. Ich drücke. Ja, ich drücke. Zieh mich rein, Alter. So, wunderbar. Die Luke Skywalker? Da siehst du. Nette Anspielung auf den ersten Teil, wo er da hingeschaut hat und dann war er da. Jedenfalls, schönes Ende. Ich mag die beiden Charaktere hier wirklich sehr in dem Fall. Wesentlich besser als im dritten. Wie gesagt, im dritten waren sie so total emo drauf und das war irgendwie das Final Fantasy X unter den Dead Spaces, weil da haben sie nur geplärt. Alles so traurig. Gott, ging mir das auf den Sack. Hier waren sie cool. Ich mochte Ellie total, ich mochte Isaac total. Allgemein muss ich sagen, dass Dead Space 2 das beste Dead Space der Serie ist, aus meiner Sicht, denn es hat genau den Weg gefunden zwischen Action und, also Action-Sequenzen und normalem Horror. Zum Ende hin wurde ein bisschen viel gerannt und geballert, das muss ich jetzt mal so zugeben, also die letzten 2-3 Parts waren mir ein bisschen zu viele Nekromorphen auf einem Haufen, das war keine Action, das war einfach nur überfüllt. Aber an und für sich fand ich es super, ich fand auch, wie sich die Story entwickelt hat, super gelungen, wesentlich besser als im ersten noch und wesentlich besser als im dritten. Jetzt nicht das Nonplusultra, was Geschichte angeht, es wurde auch viel über die, natürlich wieder Audiologs und Textlogs gemacht, aber an und für sich doch das bessere Dead Space, meiner Meinung nach. Fand ich super. Da hätte sich Teil 3 mal eine Scheibe von abschneiden können. Teil 3 hätte mal ein bisschen mehr wie Teil 2 sein sollen, mit auch tollen Action-Sequenzen, stimmt wohl. Aber es war einfach total, die Gänge waren immer gleich und es war alles nicht so das Gelbe vom Ei, muss ich sagen. Together, also im Koop macht Dead Space 3 unheimlich viel Spaß. Aber so alleine hätte ich mich total langweilig vorgestellt. Weil es immer das gleiche ist. Naja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass euch das Let's Play bis hierhin, bis zum Ende allgemein gefallen hat. Wie gesagt, wenn nicht, lasst immer noch gerne ein bisschen Kritik da, was ich hätte besser machen können, was ich hätte demnächst mal anders machen können, wenn ich mal wieder demnächst so ein Spiel spiele. Auf jeden Fall ist jetzt das Projekt durch. Ich bin mal gespannt, was ich in Zukunft machen werde. Ich weiß es noch nicht. Ich habe mir schon ein, zwei Projekte ausgesucht, die ich vielleicht machen wollen würde, aber mal schauen, ob da irgendwie sowas wie Dead Space wieder mit bei ist. Gucken wir mal. Ansonsten freut euch auf zukünftige Projekte oder auf noch ausstehende Sachen. Ich werde, wie gesagt, einiges noch abbrechen. Ja. Und eben Neues machen. Manhunt zum Beispiel breche ich, glaube ich, ab. Das war es. Also den zweiten fand ich super. Den ersten, der ist total schlecht. Der ist echt total schlecht. Hätte ich nicht gedacht, dass das so kacke ist. Ich dachte, das wäre wie der zweite, nur ein bisschen anders. Aber nee, kannst du nicht vergleichen. Naja, nichtsdestotrotz, schönes Ding. Wir sehen uns dann wieder. Ich lasse den Abspann noch durchlaufen. Ich schnack ein bisschen aus der Luft heraus. Und ja, wie gesagt, ich habe schon einiges angefangen, was es so gibt zu sehen. Momentan auf dem Kanal. Evolent ist ja auch schon durch. Schau mal, vielleicht fange ich demnächst mal mit was Klassischem an, ein etwas retro-lastigeres Spiel. Nicht ganz retro, also schon kein Super Nintendo und auch kein N64, ein bisschen später ist das schon. Aber, ja, gucken wir mal. Bleibt gespannt, es wird sich noch einiges tun. Vor allem Indie-technisch habe ich da viel zu machen noch. Und es macht mir auch Spaß. Jetzt bin ich so total auf dem Indie-Trip. Na, mal schauen. Mal gucken, wie lange der Abspann geht. Ich hasse ja lange Abspanne. Abspanze? Abspänner. Abspinner, wabbelhabbelhabbel. Oh. Ah. Tee, kalter Tee von gestern. Schmeckt wie Arsch, aber
Naja, werden wir es mal probieren. Gut, wie gesagt, wenn Kritik ausstehen mag, dann kritisiert mich gerne, ich habe da kein Problem mit. Ansonsten hoffe ich, wie gesagt, dass ihr beim nächsten Mal auch dabei seid und dass es euch irgendwo gefallen hat. Es gab zwar Höhen und Tiefen innerhalb des Projektes auch, wenn eben zu viele Sequenzen kamen, in denen nichts los war, aber an und für sich fand ich es auch besser gemacht. Wie gesagt, es gab kaum Backtracking, beziehungsweise es gab gar kein Backtracking. Es ging fließend voran, es gab Rückkehr zu Orten aus dem ersten Teil. Sowas finde ich auch richtig geil, wenn man dann so eine ja, ich nenne es mal Erinnerungen bekommt an Szenen aus dem ersten wieder, weil man eben auf der Ishimura unterwegs ist. War super, hat mir super gefallen, die Stelle. Die Charaktere waren sehr gut gestaltet, fand ich, viel tougher. Ich mag es ja, wenn Charaktere auch ein bisschen mal hinter in der Hose haben und auch mal ein paar dänische Sprüche bringen. Wie gesagt, wenn ich da an den dritten Teil denke, ich frage mich, wer das Drehbuch geschrieben hat. Ist ja furchtbar, was da aus Ellie geworden ist. Warum hat die sich so verändert? Ergibt keinen Sinn. Naja. Und Leute, die den dritten gespielt haben, jetzt den zweiten kennen oder erst den zweiten sehen und dann den dritten, werden ja sicherlich dann den Unterschied auch merken. Ich habe ja schon oft genug darüber geredet, auch jetzt während des Let's Plays, was im dritten Teil so alles gibt. Einige haben den dritten noch nicht gesehen, die schauen sich ihn erst an, wenn sie den zweiten durchgesehen haben bei mir. Ist ja manchmal so. Und dann werden wir mal sehen. Beim dritten müsste ich eigentlich auch noch den Singleplayer machen. Weil der ist ja schon ein bisschen anders als der Koop. Wobei das Spiel ganz, ganz, ganz eindeutig auf Koop ausgelegt wurde. Denn es wurde auch oft kritisiert, dass eben der zweite Charakter fast nie vorkam, eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Also Carver in dem Fall. Und überhaupt keine Story hat und auf einmal am Ende so einen auf Story macht. Die Leute haben sich dann gefunden und gesagt, was soll denn das? Die ganze Zeit über ist das nur so ein dummer, plumper Nebenstatist und auf einmal am Ende hat er so eine Story. Das merkt man eben im Koop, wenn man im Koop das Spiel spielt. Hat Carver eigentlich so gesehen mehr Storyanteil als Isaac. Wesentlich mehr Storyanteil. Es geht fast durchgehend nur um Carver und das ist echt cool. Weil man den ganzen Hintergrund mitkriegt und alles. Und das macht auch richtig Spaß zu spielen im Koop, wie gesagt. Weil da die Story besser aufblüht und gerade die Charaktere und das Ganze und bla und... Ja, es ist trotzdem nicht perfekt. Ich fand den zweiten, wie gesagt, einfach am besten von allen dreien. Auch wegen der Waffen und den Anzügen vor allem. Da die Anzüge ja Boni haben. Im dritten sehen die Anzüge einfach nur Schmuck aus. Da gab es keine Boni mehr. Das finde ich echt schade. Das war im zweiten jetzt ganz cool. Zwar sahen die Anzüge alle scheiße aus, aber mein Gott. Darauf kommt es mir dann auch nicht an. Wenn es dann schönen Bonus gibt, mehr Rüstung oder bessere Bla oder bessere dies, das ist echt cool. Hätten sie ein bisschen mehr machen können, hätte man ausbauen können. Durch verschiedene Boni, weil man hat immer automatisch den genommen, der die stärkere Rüstung hat, ist doch klar. Hätte man... Oh, da ist schon wieder so ein Type. Mit einem interessanten Namen. Und, ja. War der Meinung, die Anzüge hätte man besser machen können. Zum Beispiel eben, ich sag mal, vielleicht ein, zwei Anzüge mehr. Und dann wirklich alle dieselbe Rüstung ungefähr. Vielleicht. Oder zum Ende hin drei Auswahl aus der Rüstung. Der eine ist halt mehr auf Schaden der Waffe. Der andere ist mehr auf HP. Der andere ist mehr auf bla. Hätte man sich seinem Spielstil etwas anpassen können, sage ich mal. So war es jetzt mehr oder weniger klar. Eben, man nimmt den mit der stärkeren Rüstung. Wie eben schon gesagt. Ja, und eben die Waffen, ja, das mit der Werkbank und so, das war wieder wie im ersten Teil, war im dritten jetzt auch nicht so schlecht, aber irgendwann hatte man seine Favoritenwaffen und das Aufwerten war so ein bisschen Pseudo, man hatte zu viele, gerade im Koop, zu viele von diesen Materialien und dann ist man einfach durchgerannt und hat die ganzen Materialien fast nur noch verwertet, um sich Munition zu kaufen oder so, wenn überhaupt, also das war alles ein bisschen zu viel, man wurde überhäuft mit irgendwelchen Sachen. Das war halt ziemlich doof. Da fand ich es jetzt hier im zweiten eigentlich ganz gut. War aber bei weitem nicht so, wie im ersten. Wo man auch wirklich sehr viel mehr Munitionsknappheit hatte. Aber da gab es auch den Grund, dass man eben, ich weiß nicht, wie es jetzt hier, wie soll ich es beschreiben? Ich war ja dauernd ohne Munition, aber ich habe auch richtig viel verballert, weil, ist halt so. Es gab mehr, aber ich konnte auch mehr verballern, weil eben auch mehr Gegner da waren und die auch teilweise sehr viel mehr ausgehalten haben. Könnte aber auch daran liegen, dass ich den ersten auf leicht und den zweiten jetzt auf medium gespielt habe. Ich hätte es vielleicht auf schwer spielen sollen, da wäre es ein bisschen anspruchsvoller gewesen, aber dann hätte ich auch mit Stase und Chinese und so arbeiten müssen mehr und das war jetzt nicht ganz so meins. Ich bin nicht so der Stase und Chinesierer. Gerade Chinese, ey, dann die Arme da rausnehmen und dann auf die schießen oder irgendwelche Sachen aus der Umgebung nehmen. Ist schwer. Ist anspruchsvoll vor allem auch. Und vor allem nicht für ein Let's Play geeignet. Ich finde, wenn man sich durchstirbt oder permanent verreckt, dann ist das im Let's Play irgendwie stimmungskillend.
aus meiner Sicht. Also es fördert nicht gerade die Stimmung. Das wollte ich halt auch nicht, deswegen habe ich Medium genommen. Ich bin aber so Medium-Let's Player. Offline vielleicht, auf einem höheren Schwierigkeitsgrad, aber so. Alter, wie lange geht denn jetzt dieser Scheiß? Abspann noch. Oder ist er schon durchgelaufen? Und der wiederholt sich immer wieder. Ich weiß es ja nicht. Manche Abspannen dauern halt so lange. Abspannieren. Robert Biermann, oh yeah. Voll viele Deutsche. Grube? Oder vielleicht ist es einfach nur Auswanderer. I don't know. Mastering Lab. Sogar ein ganzes Labor hatten die da. Fathom? Fathom? Die kenn ich ja irgendwo her. Fathom? Production Babies. Und das Babys, die während der Produktion entstanden sind? Auf dem Arbeitsplatz? Direkt rausgezogen? Und spezielle Bedankungen an natürlich diverse Leute aus der Familie vielleicht, die irgendwelche Ideen mit eingebracht haben. Pop-Sound, oh yeah. Oder eben Soundeffekte zur Verfügung gestellt haben. Amon poussant que j'aime poucher? Keine Ahnung, ich kann kein Französisch. Ich spreche kein Italienisch, deswegen fällt mir das Griechisch auch so schwer. Dr. J. Pronk. Was ist das denn für ein cooler Name, ey? Dr. J. Ach, hier sind wieder die ganzen Familien. Oh, nee, ey. Look for my land, Sue. Me and SFO. Coming soon. Was? So direkte spezielle Danksagung sogar noch. Please don't kill me in my sleep. Sarah Breitkreuz. Die hat ein breites Kreuz, ey. Shout out to all my homies. Oh Mann, ey, Mann, oh Mann. Das sind ein paar echt süße Danksagungen bei, auf jeden Fall. Ach ja. To Juju. Juju, Pupu. Jo, das war's dann wohl an der Stelle. Damit ist das Display hier offiziell beendet. Wir sehen uns, Leute. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht mit euch. Und ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Wenn es heißt Let's Play mit Milolinski. Auf dann, auf bald, auf Wiedersehen. Tschüssikowski, ich streck mich nochmal kurz. So, nochmal. Tschüssikowski. Blabbel, 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 blabbel. Kontrollzentrum. Wir haben den Überflug beendet. Es ist nichts übrig. Ich wiederhole, Titanstation ist vollständig zerstört. Und der Marker? Negativ. Hier hat nichts überlebt, Sir. Markerstätte 12 ist unwiderruflich verloren. Schande. Alle Flüge zur Basis zurückkehren. Die anderen werden die Trümmer einsammeln müssen. Oh! Version des Elite-Anzugs, blablabla. Okay. Hardcore-Modus, ja wunderbar. Neues Spiel Plus, ja wunderbar. So. Tschüssikowski.